In besonders lustigen Berliner Kreisen kursiert ein besonders lustiger Witz. Nachdem es doch eigentlich einer Jamaika-Koalition gut zu Gesicht gestanden hätte, die Legalisierung von Cannabis zu beschließen. Nun macht es dafür die Ampel und eine ganze Branche bereitet sich darauf vor, den Hanf nun nicht mehr nur für medizinische Zwecke, sondern auch für den privaten Genuss verkaufen zu dürfen. Für seine Mittendrin-Reportage war Andreas Herz in Augsburg bei einem Hanfhändler und er sprach mit ihm über den Stoff, aus dem Geschäftsträume sind, der für manche aber auch zum Albtraum werden kann. Das Stimmen hören, das Verfolgungserleben, das Gefühl, andere reden über einen. Sophie Kirchner weiß, wie schädlich Cannabis sein kann. Die Psychiaterin leitet die Cannabis-Ambulanz am Augsburger Bezirkskrankenhaus. Zusammen mit ihr besuchen wir einen Laden, in dem Hanfprodukte verkauft werden. Wenn Cannabis legalisiert wird, könnte hier bald auch Marihuana angeboten werden, was bei der Ärztin Fragen aufwirft. Meist das Personal selbst über die Risiken Bescheid. Was verkaufen die eigentlich? Und wie achtet man auf Jugendschutz vor allem? Die Frage nach dem Jugendschutz beantwortet ein Hinweis an der Tür. Hallo. Ab 18, freiwillig von uns, da ist jetzt keiner irgendwie herkommen, dass wir eine Auflage jetzt haben, das haben wir jetzt entschieden. Würde hier Cannabis künftig verkauft, der Geschäftsführer würde die Altersgrenze weiter nach oben setzen. Auf 21 oder teilweise sogar auf 25. Das finde ich gut. Also 25 finde ich auch sinnvoll, weil das sich ja auch damit deckt, dass die Hirnentwicklung ja noch länger geht. Richtig. Doch wo käme der Stoff her? Robert Majetitsch öffnet die Homepage eines großen Lieferanten für medizinisches Cannabis, das schon jetzt in Apotheken verkauft werden darf. Von diesem Anbieter könnte er bei einer Legalisierung Cannabis für jedermann einkaufen. Aber das ist ja ein ganz schön hoher THC-Gehalt teilweise. Also das ist ja in dem Bereich, wo man wirklich sagt, über 10% erhöhtes Risiko für Psychosen. Und da ist fast alles über 10%. Was ich aber jetzt für die Legalisierung empfehlen würde, ich würde Kategorien einstellen. Kategorie 1 weich, mittel stark, stark nur nach Rücksprache eventuell vom Arzt. Und ich denke, dass es sinnvoll wäre, bestimmte Grenzen gar nicht legal zu verkaufen. Ich habe mich auch mit meinen Patienten darüber tatsächlich unterhalten. Und die sagen auch, die ganz hochpotenten Sachen, da wären sie dagegen, dass man das verkaufen kann. Das sieht auch dieser Patient von Sophie Kirchner so. Der Cannabiskonsum hat seine Psychosen so verstärkt, dass er in die Klinik ging. Beim Ladenverkauf sähe er aber einen Vorteil. Der heimmachende THC-Gehalt wäre leichter erkennbar. Weil das kann man halt auf der Straße immer sehr schlecht beurteilen. Verkauf im Hanfladen oder in der Apotheke? Nicht so wichtig, meint der Patient. Entscheidend sei etwas anderes. Es muss mehr Präventionsarbeit geleistet werden, gerade an Schulen. Muss darüber aufgeklärt werden, über Risiken auch, weil es ist einfach nicht risikofrei. Und wie sähe es aus mit der Verkaufsberatung im Laden? Also ich vertraue jetzt den Leuten hier und denke, wenn die diese anderen Produkte vertreiben, genauso gut auch das Cannabis vertreiben können. Robert Majetitsch sieht das genauso. Auch weil er aus medizinischen Gründen selbst seit Jahren Cannabis konsumiert. Die Erfahrung macht es, glaube ich, da am meisten dann aus. Vom Verkäufer hier und dann die Fragestellungen. Okay, wie lange konsumierst du? Wie hast du konsumiert? Hast du einen Mischkonsum vielleicht noch dahinter? Da habe ich eine Frage. Und zwar, wenn jetzt tatsächlich jemand käme und sagt, ich habe auch andere Drogenerfahrungen oder ich nehme noch was anderes. Würde ich ihn sogar verweigern zu verkaufen. Den Verkauf würde ich nicht machen. Und wenn der jetzt sagt, ja, ich habe schon mal was konsumiert, ich weiß jetzt gar nicht so genau was, aber ich habe dann Stimmen gehört. Was würden Sie denn dann machen? Auf jeden Fall einen Termin mit dem Arzt vereinbaren. Ich glaube, wer auch immer verkauft, der muss das erklären können. Ja, der muss sagen, und er muss es erklären können, er muss es erkennen können. Und er muss dann auch die Schnittstelle kennen, wo Hilfe passiert. Und ich glaube, dieses Wissen ist aktuell noch nicht vorhanden. Das Fazit der Psychiaterin nach dem Ladenbesuch: Verkauf erst ab 25 Jahren, den THC-Gehalt deckeln und viel Aufklärung und Beratung. Nur so könne man Cannabis verantwortlich legalisieren.